Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem Editor das allererste Mal und zwar mit einer ganz besonderen kleinen Vorabvorstellung einer Strecke. Und zwar die Strecke Düsseldorf-Köln, die gebaut wird aus der Community von meinem guten Freund dem Foley und der begleitet mich heute hier. Hallihallo. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Du hast diese Strecke hier gebaut. Wir sind mal mit dem Vectron hier unterwegs im Editor. Das Ganze Yay. vorab einmal gesagt ist Work in Progress. Da gibt es viele Sachen, die sind weit davon, noch fertig zu werden. Andere Stellen sind schon etwas besser. Das werde ich dir dann alles im Video sehen. Also, und es dauert noch eine ganze Zeit, bis das Ganze released wird. Also bevor da irgendwelche Fragen kommen, wann kommt das, für welche Konsole oder welchen PC oder wie auch immer, genießt erstmal die kleine Streckenpreview, die wir hier haben gemeinsam. Ich bin hier am Fahren und der Foley ist mein Fahrdienstleiter, aka mein Yo. Ausbilder, wie auch immer, sitzt hier irgendwie hinter mir oder so, hier auf dem Beifahrersitz. Und Genau. wir quatschen gemeinsam über die Strecke. Ich bin heute dein Signaler. Mein Signaler bist du. So, dann würde ich sagen, Genau. rüsten wir einmal ganz kurz die Maschine auf. So. So. PZP und LZB und sowas lassen wir aus, denn es ist noch keine Signalisierung verbaut, stand jetzt, richtig? Noch nicht, nee, weil für Signalisierung müssen wir erstmal also musste ich das ganze Netzwerk fertig machen, beziehungsweise die Gleise. Und ich will ja noch weiter nach Opladen Richtung Wuppertal bauen, was wir auch in die Karte gleich zeigen könnten, theoretisch. Und wenn ich das alles erst fertig habe, kommen die Signale. Hervorragend. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Und wir quatschen einfach während der Fahrt, richtig? Ja, sounds Gut. good. Sounds good. Wir dürfen jetzt wie schnell fahren? Jetzt dürfen wir gerade 160 fahren hier. 160 fahren. Also nicht davon beirren Genau. lassen, was hier im HUD steht. Das ist noch nicht ganz Ja, richtig. Oh, da muss ich noch die richtige Streckenschnellen eingeben. Irgendwie will gerade der Vectron nicht, ne? Der geht gleich los dann. Vielleicht springt er von die Gleise. Obwohl, hast du schon deinen Brake gehabt, also hast du deinen Schlüssel und alles? Ja. Hauptschlüssel ist auf. Ah, deine Bremse ist noch angelegt. Ah. Nee, deine normale Bremse, die. Ah, Tatsache. Oh Gott, wie peinlich ist das denn? Naja, passiert dem Besten. So, fängt ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut an. Aber Ja. all die, die häufiger bei mir zuschauen, die kennen ja meine Fahrskills. Also, ja. Passiert. So, wo sind wir jetzt gerade losgefahren? Was ist das hier? Wir sind hier jetzt gerade in Oberbild. Diese S-Bahn-Haltestelle ist auch Oberbild. Das ist tatsächlich, wo KDA ist, also die Köln-Düsseldorf-Abstellgleise. Die sind parallel zu uns gerade. Und ja, und jetzt fahren wir Richtung Leverkusen rein, nach Köln-Mülheim, durch Reichholz und Langenfeld. Und ja, sollte interessant werden. Ich glaube, es wird sehr interessant werden. Ihr seht, es ist ein bisschen hakelig, was so die FPS und sowas angeht. Das liegt einerseits daran, dass es halt, wie gesagt, Work in Progress, alles, wir spielen hier im Editor, da ist sowieso die Performance deutlich schwächer. Also macht euch da keine Sorgen, was das angeht. Nur das mal so vorab gesagt. Und wie gesagt, alles Work in Progress. Aber wir sehen schon, wir sind jetzt gerade hier in einem Szenario unterwegs. Ein bisschen KI-Verkehr ist hier unterwegs. Die S-Bahn da Jo. fährt parallel. Hier ist ein ICE, der wartet gerade. Ja, also das scheint alles irgendwie auch schon zu funktionieren, was so die Gleise angeht. Die Züge, die verirren sich nicht, die können schon Ziele erreichen, so. Ne? Also soweit ist schon die Strecke. Genau. So. So, ja. Ja, FPS ist leider immer sehr kritisch, auch mit OBS und alles. Ja. Genau, ne, mein Aufnahmeprogramm läuft da noch im Hintergrund. Das kann ich auch, das fühle ich. Ja. So. Ja, vielleicht mal ein paar Fragen zu der Strecke im Allgemeinen. Die Strecke führt von Köln nach Düsseldorf, von Köln Hauptbahnhof nach Düsseldorf Hauptbahnhof, richtig? Also die Strecke wird dann noch von Köln nach Düsseldorf gehen und dann wird es auch noch von Köln nach Wuppertal gehen. Vielleicht. Und ich sage vielleicht, weil ich habe es schon im Spiel geplant, aber ich will mal schauen, ob es sich gelohnt ist, durchzuziehen oder nicht. Also mal schauen. Aber vielleicht. Es gibt jetzt erstmal von Köln nach Düsseldorf und von Köln nach Opladen. Also es ist ein bisschen der Zugewalt, aber mal schauen. Okay, und sollen wir mal auf die Route Map mal zusammen gucken und uns das mal angucken? Ja? Jo. Okay, dann schauen wir mal. Also wir sind hier vorne losgefahren, das ist der Bereich Düsseldorf. So. Hier geht es dann runter, hier ist ungefähr so Leverkusen zur Orientierung.
Hier unten ist Köln, der Bereich Köln. Und das ist die Strecke Richtung Opladen, richtig? Genau so. Und die ist schon nach Opladen gebaut. Also das Ganze nach Opladen von Gleise her ist schon gebaut und die Hälfte der Strecke schon mit Szenerie auch belegt. Und ja. Und die geht dann weiter nach Wuppertal. Also durch Hahn, also durch Solingen erstmal und dann Hahn-Gröten, glaube ich, spricht man das aus. Und ja, dann rein in Wuppertal. Ja, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie man das tatsächlich ausspricht, aber ja, dann bis Wuppertal, also praktisch der Lückenschluss, wenn man es möchte, zwischen Wuppertal und Köln, was wir jetzt noch nicht haben im TSW, aber Wuppertal und Köln an sich haben wir ja als Strecken schon irgendwie mit drin und das wäre dann irgendwie so ein bisschen dieses geografisch gesehen, so ein Dreieck, das sich da jetzt vervollständigen könnte. Ob das wirklich passiert, hast ja gerade gesagt, ist nicht ganz klar, aber Ja, ja. das war ich. Aber ich würde Aber, sagen, ja. nee, was ich sagen wollte, aber das ist hier auch ein LZB-Abschnitt. Also, diese Streckenbereich fährt man normalerweise unter LZB hier. Aber das wird auch noch eingebaut mit Signalisierung dann eventuell. Und der fährt dann mit LZB durch bis die Hälfte von Leverkusen, Köln-Mülheim Okay, in die Mitte soll. und wir dürfen auch eigentlich jetzt 200 vermutlich fahren, oder? Ihr dürft 200, genau. Wir Und darfst dürfen. dann an. Okay. Theoretisch an Benrath und an Düssel und dann soll an Leverkusen mit 200 vorbeidüsen. Okay. No. Und ich habe hier jetzt auf Open Railway Maps zur Seite auch, heißt, ich kann dir die Speed Limits dann sagen, wie die sein sollen. Hervorragend. Das ist Wunderbar. ja sehr gut. So, 200 haben wir erreicht. Brausen jetzt hier mit 200 km/h durch die Gegend. Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz hier einmal ganz kurz heraustappen und mal eben den Editor noch ein bisschen leiser machen. Weil ich glaube, ansonsten ist die Lautstärke ein bisschen zu viel und es geht jetzt nicht um den Vectron oder so, sondern es geht ja um die Strecke. Und dass man uns dabei hauptsächlich gut versteht. So, wo brausen wir jetzt gerade hier durch? Das ist jetzt Düsseldorf-Benrath tatsächlich, wo dann eine S-Bahn steht, wo wir gerade vorbeidüsen. So, ja, da ist auch schon mal der Bahnhof relativ ausgebaut so. Ja, das ist jetzt 1:1 wie in echt. Habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, nachzubauen. Ja. Ja, sieht man auch definitiv. Und ich bin mir sicher, die einen oder anderen hier aus der von meinen Zuschauerinnen und Zuschauern, die werden ja auch sicherlich aus der Gegend NRW kommen, das weiß ich. Die können selbstverständlich immer gerne mal schreiben, wie sehr könnt ihr das wiedererkennen, was davon könnt ihr wiedererkennen. Also ne, Kommentare, Meinungen dazu sind natürlich immer willkommen und vor allen Dingen konstruktive Kritik, Betonung auf konstruktiv ist natürlich auch immer willkommen. So. So, hier fahren wir jetzt zwischen Düsseldorf, Benrath und Leverkusen. Das ist auch tatsächlich der längste Streckenbereich, den es auf der Strecke gibt. Also, das sind die zwei weit entfernteste Bahnhöfe voneinander sozusagen. Ja, ne, also keine Zwischenhalte als Regionalexpress, als Intercity sowieso nicht. Nö, als ICE darfst du schon direkt von Düsseldorf nach Köln reindüsen, ohne irgendwo anzuhalten. Ich glaube, Yes. es gibt aber ein paar, die in Köln-Messe-Deutz anhalten, aber es sind nur sehr wenige. Stimmt. Was ich bis heute nicht so ganz verstehe, warum es Intercities und Intercity-Express-Züge gibt, die sowohl in Messe-Deutz als auch im Hauptbahnhof halten. Das ist, finde ich, irgendwie Ich absurd, meine, aber naja. ich mein, die Züge, die in beide Verkehr, also die durch Köln-Messe-Deutz und Köln-Hauptbahnhof verkehren, lohnt es sich natürlich nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf die Köln-Rhein-Main-Strecke schaust, die fährt ja nicht in Köln-Hauptbahnhof rein, oder? Nee, die Stimmt. fährt ja direkt von Köln-Messe-Deutz runter, von TIF, was Ja, es auch auf der Strecke da geben wird. genau, also das verstehe ich, ist auch irgendwie sinnvoll, weil der hält ja dann nicht am Hauptbahnhof. Aber mir geht es ja um die über die Hohenzollernbrücke fahren und dann auf beiden Seiten des Rheins halten. Das ist für mich einfach ein bisschen absurd, aber naja, gut, ist halt die Realität, können wir jetzt auch nichts machen. Da Ja, hast du so, recht. Thema, das sieht auch sehr schön aus hier mit dem Wasser und so an der Seite und die Vegetation und alles. Zum Thema, wir haben jetzt gerade so über verschiedene Züge geredet. Wenn es diese Strecke irgendwann geben sollte, planst du auch da so eine Art Fahrplan mit einzubauen? Also, ne, so dass man auch tatsächlich dann sich nicht nur irgendwelche Szenarien da zusammenbaut, sondern dass da auch ein Fahrplan mit dabei ist, wo man dann einfach, weiß ich nicht, den ICE auswählt, der von Düsseldorf nach Köln durchfährt?
Jo, also es wird einen Fahrplan geben, das habe ich schon geplant. Ich habe auch schon mit zwei sehr guten Kollegen geredet, die auch auf die Strecke fahren. Und die helfen mir hoffentlich dabei, den Fahrplan zu bauen. Heißt, ihr kriegt einen realistischen Fahrplan von Lokführer, damit alles 1:1 Immersion ist. Mhm. Und ja, das sollte hoffentlich so sein. Dann gibt es auch die Szenarios. Da habe ich vor, zwischen 3 und 5 Szenarios zu bauen. So wie du eine normale TSB-Strecke bekommst. Und die werden dann natürlich so kleine Unterschiede haben, so kleine Specialities. Ich habe zum Beispiel so ein Polizeiszenario geplant, wo du einen Zwischenhalt machen musst. Wir auch einen Polizeieinsatz. Und dann gibt es auch ein Szenario mit den Dingsumleitungen durch Aufladen. Also es gibt schon ein paar Sachen, die ich geplant habe. Ist nichts Teile, aber ja. Ja, klingt auf jeden Fall schon sehr interessant. Dann lass uns doch mal über die paar Fragen reden, die vielleicht auch viele in den Kommentaren stellen, wenn wir nicht darüber reden. Und zwar sowas wie, wo könnte man irgendwann diese Strecke herbekommen? Du musst natürlich nur das erzählen, was du jetzt gerade erzählen möchtest, ne? Musst du nicht darüber hinausgehen, aber wo könnte man diese Strecke irgendwann dann herbekommen, wenn es sie mal zum Downloaden gibt? Wird sie Geld kosten? Wird sie kostenfrei sein? Über solche Dinge kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen? Was so der Plan ist? Ja, also der Plan tatsächlich ist erstmal, dass ich mit DTG irgendwie in Kontakt komme. Ich habe vor, das bei denen zu requesten, dass man das über den releasen kann, so dass Konsolenspieler auch die Opportunität haben, das zu spielen. Und das sehr offiziell ist, vielleicht können die auch offiziell die Strecke mit Köln-Aachen connecten oder mit Wuppertal, was weiß ich so. Also das ist jetzt mein hauptsächlicher Plan. Sollte das nicht funktionieren, dann würde ich die auf meine Website hochladen. Ja. Und ja. Die Website kannst du gerne nochmal nennen und ich packe sie auch auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung mit rein von dir, von diesem Video. Also die Website ist einfach fallsworld.com. Fallsworld.com, genau. Ja, also das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Die Pläne sind also, dass das Ganze offiziell irgendwann verfügbar sein sollte, wenn das Ganze funktioniert. Das steht dann natürlich jetzt gerade in diesem Augenblick noch in den Sternen geschrieben, ob das tatsächlich irgendwann klappt oder nicht. Aber der Plan ist eben, dass auch die Konsolenspielerinnen und Konsolenspieler da jetzt nicht außen vor sind, sondern dass auch die... Das zu spielen. Ja, genau. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, sowieso eine Wunschstrecke von vielen Leuten, die aus Nordrhein-Westfalen kommen, zumindest Köln-Aachen ist, glaube ich, Köln-Aachen sage ich schon, Köln-Düsseldorf ist eine einfach eine sehr bekannte Strecke, weil einfach, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Personenverkehr auf dieser Strecke tagtäglich unterwegs ist und viele Pendlerinnen und Pendler da hin und her pendeln. Von daher, ne, Relevanz auf jeden Fall deutlich gegeben und vor allen Dingen auch viele Leute, die das, glaube ich, interessieren wird. Ja, es ist definitiv eine sehr busy Strecke, was ja. Wir schon sehen. Ja, hier, wir haben auch schon in einigen Screenshots, die du ja geteilt hast, die wir uns auch schon mal zusammen angeguckt haben, haben wir auch ein ganz interessantes Fahrzeug gesehen. Ich weiß nicht, inwiefern du darüber sprechen möchtest. Also das Fahrzeug, ganz klar, die Zero HC, das können wir sagen, ist jetzt kein Geheimnis. Kannst du darüber etwas erzählen, was mit dem die Zero HC ist? Woher kommt der da auf diesen Screenshots und was könnte uns da irgendwie erwarten? Also zum Zero HC. Ich stelle es mal sehr, sehr klar vor, weil da kriege ich auch sehr viele Fragen drüber. Ja. Der Zero HC ist ein Modell, was von einem Kollegen von mir modelliert wurde. Und der, glaube ich, würde kein Problem haben, es zu genießen, aber ich müsste halt nur mit ihm reden und der müsste halt den Einverständnis geben. Mhm. Wenn ich den Einverständnis habe, dann bekommt ihr hoffentlich Köln-Düsseldorf mit dem Zero HC auf RE1 und RE5 Strecken. Mhm. Und der ist schon in Entwicklung. Ich arbeite gerade sehr, sehr hart dran und ich hoffe, dass der erstmal gut ausschauen wird. Ein bisschen mehr drüber reden werde ich später. Ja. Über die Zeit auch. Aber jo, geplant, sage ich mal so. Ja, super. Dann können wir da auch ein bisschen später drüber quatschen. Können an dieser Stelle die Szenerie nochmal ein bisschen genießen, denn jetzt kommt ein absolutes Landmark der Strecke und einer meiner Favoriten hier auch. Wir fahren jetzt nämlich jetzt an Leverkusen vorbei und hier auf der rechten Seite fährt man an dem Werksgelände von Bayer vorbei und da ist ganz, ganz relevant und ganz groß signifikant neben der Strecke dieses Bayer-Logo, das jetzt hier auftauchen wird und in der Nacht noch so schön leuchtet. Ja, das ist auch ein Lieblingsabteil von mir, von der Strecke.
Ja, hier auch der Busbahnhof ganz markant. Das ist Leverkusen Mitte, oder? So, Leverkusen Mitte ist das. Ja. Toll, können wir mal ein Bild einfangen? Vielleicht das hier irgendwie als Thumbnail benutzen? Ich glaube, das wird einige Leute freuen. Ja, der Bayern-Logo ist sehr, sehr ikonisch auf die Strecke. Es war mir sehr wichtig, dass ich die rein implementiere. Ja. Also sieht schon wirklich sehr toll aus. Danke. Auch so da, gerade, dass das in der Nacht halt leuchtet. Vermutlich abhängig von der Uhrzeit, ne, wann das Ding anfängt zu leuchten. Tagsüber wird das nicht leuchten. Es wird wahrscheinlich so wie Station sein. Und wenn Stationenlichter angehen, geht der auch an. Ja, das ergibt doch irgendwie Sinn. Ja, und das hast du selbst gebaut, dieses Modell? Von was denn? Von den Bayer-Logo. Jo, das habe ich alles Ja. selber. Also die ganzen Iconic Buildings in die Strecke, so wie dem BASF-Gebäude, Bayer-Logo, Düsseldorf Hauptbahnhof, die alle habe ich selber modelliert und selber gebaut. Ah ja, Genau. Düsseldorf Hauptbahnhof haben wir uns bisher noch nicht angeguckt. Wie ist da so der Stand von dem Bahnhof? Der Bahnhof ist schon weit fortgeschritten. Der Canopy ist schon da. Ich würde nur gerne die Gleise neu machen. Ja. Wenn ich die Gleise neu gemacht habe und alles dargestellt habe, dann zeige ich auch den Hauptbahnhof. Okay, gut. Also das gucken wir uns heute nicht an, sondern da müssen wir warten, bis du da irgendwelche Screenshots davon mal gemacht hast, wenn du selbst damit zufrieden bist. Ja. Ja. Hier würde ich aber dann auf 180 runtergehen. Auf Sorry, 80, auf ja. 180 sage ich, ups. Auf Ja. 80, yo. So. Lass es jetzt einfach, du bist gerade hier in die Einfahrt von Köln-Mülheim gleich. Ja. Ne, das ist, und ich merke, jetzt sind wir auf die richtige Ja. Gleise. Wir hatten nämlich vorhin, ich plaudere mal ganz kurz aus dem Nähkästchen, wir sind hier schon ein bisschen länger am Quatschen und ich bin hier vorher schon mal Test gefahren, um mir die Strecke schon mal anzugucken und da war dann eine Weiche leider falsch gestellt und dann waren wir dann auf falschen Gleisen unterwegs und waren auf einem Streckenabschnitt unterwegs, wo wir nicht hin wollten. Aber diesmal haben wir vorher darauf geachtet, bei diesem kleinen Szenario hier, dass da die Gleise, die Weichen richtig gestellt sind. Genau, und ich merke schon, es sieht richtig aus. Also Ja. passt. Ja. Also wie gesagt, nochmal gerade so an die Leute, die hier so Streckenkenntnis haben, da ist es natürlich besonders interessant zu erfahren, wie viel Wiedererkennungswert da so drin steckt. Ich persönlich glaube auf jeden Fall sehr, sehr hohen, da ich ja auch aus diesem Gebiet ganz grob komme. Ich habe schon ein paar Dinge wiedererkannt, definitiv. So, also von daher, ich denke mal schon, dass der Wiedererkennungswert sehr, sehr, sehr hoch ist. Aber ich bin auch sehr gespannt, was ihr so da in den Kommentaren dazu noch schreibt, und wie ihr euch darauf freut. Hast du eine grobe, ganz, ganz, ganz grobe Vorstellung, bezüglich der Zeit? Wie lange, also, oder zweigeteilte Frage, wie lange arbeitest du schon an diesem Projekt und was glaubst du, wie lange du noch an diesem Projekt arbeiten wirst? Also, ich arbeite jetzt, glaube ich, seit 2 Monaten dran. Und wie lange ich noch dran arbeiten wird, ist wirklich abhängig von, ob ich weiter nach Wuppertal baue oder nicht. Aber ich würde es noch 1 Monat oder 2 oder vielleicht noch 3 geben, bis es eigentlich fertig ist, die Strecke. Ja. Und dann, müsste ich aber auch noch den Zug draufpacken, also den Desiro HC kriegt ihr damit und ihr Ja. kriegt dann auch ein zweites Zug von meinen vielen Zügen, die ich da liegen habe. Und die dann mit einzubauen, wird auch, glaube ich, 1 Monat oder 2 nehmen. Also ich glaube insgesamt so 4, 5 Monate. 4, 5 Monate. Okay. Zu den anderen Fahrzeugen, weil die ja auch, die hast du ja auch schon mal in Screenshots und auch in einzelnen Videos vorgestellt, da unter anderem eine Baureihe 152, ich glaube ein Velaro D war da mal mit dabei. Und ja, an dem Vectron hast du ja auch mal gearbeitet. Kannst du irgendwas dazu sagen, so wie ist so der Stand der restlichen Fahrzeuge und was davon ist vielleicht am weitesten fortgeschritten? Ja, also es ist einfach, es gibt jetzt die Baureihe 152, der Velaro, die BB 22.000, die französische Lok ist das. Ja, stimmt. Ne, die sind alle fertig von Standmodell und Materials her. Oder nicht, obwohl ich will Textur vielleicht noch drüber gehen, aber von Standmodell her sind die fertig. Und alles, was ich theoretisch machen müsste, ist die halt nur im Spiel einbauen. Und das habe ich auch geplant. Also das Ding ist, ich hatte das in CSGO 3 so relativ so
als Cheat gemacht, weil ich habe es einfach nur auf ein anderes Zug gemacht. Aber hier will ich es jetzt wirklich einbauen. Aber damit will ich mich auch beschäftigen, wenn ich erst die Strecke fertig habe. Okay. Und ja, dann kriegt ihr auch eine dieser Züge damit mit die Strecke. Das, ich habe mich auch mit jemandem in Kontakt gesetzt. Ich sage jetzt auch nicht seinen Namen. Nee, musst du nicht. Aber der hat auch einige Strecken gebaut, die sehr viele Leute sehr cool fanden. Mhm. Und wir reden drüber, vielleicht den Velaro einzubauen für meine Strecke und seine Strecke. Und wenn das jetzt wirklich geht, dann haben wir einen Velaro und einen Visio HC für Düsseldorf Köln. Achso, dieser jemand ist aber jemand aus der Community und nicht jetzt von DTG oder so? Genau, jemand aus der Community, der schon Strecken gebaut hat, die Leute gefallen hat und die auch eigentlich relativ gut gebaut sind, wollen wir dann halt besser machen. So, ne? Sehr gut. Das klingt doch hervorragend. Da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen und können einfach diese Information auch so stehen lassen, wie sie ist. Sehr schön. So, jetzt kommen wir, glaube ich, so in den Bereich Köln rein. Köln-Mülheim jetzt. Genau. Wir sind gerade einen Abzweig rein in Köln-Mülheim gerutscht. Ja, die Brücke definitiv wiederzuerkennen. Wer aus diesem Gebiet ist, der kennt sie. Da bin ich mir 100% sicher. Auch die Dinger hier erkenne ich wieder, meine ich. Genau. Ich glaube, die halten Wasser oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Genau, und durchfahren jetzt gleich Köln-Mülheim. Ja, also ich finde es wirklich sehr, 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 sehr schön. Stand jetzt. Wie gesagt, das ist alles noch nicht ganz fertig. Ihr habt es gerade gehört, ein paar Monate wird es noch dauern. Aber ja. Und hast du bei diesen, bei deinen Fahrzeugen, bei den restlichen Fahrzeugen, ist auch so geplant, dass die irgendwie offiziell kommen sollen? Oder ist das eher dieser Weg so dann eher so über deine Webseite und halt die dann nur für den PC? Weißt du da schon irgendwas in die Richtung? Ich weiß es nicht. Ich schau mal, was mit der Strecke wird, ich muss schauen, wenn die Strecke mit DTG veröffentlicht wird, dann kommt dabei auch die Fahrzeuge. Aber wenn nicht, dann wird die Fahrzeuge halt safe auf meiner Website released, so wie mit die Strecke einfach. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, wie die vielleicht gibt es ja irgendjemanden von den Zuschauern und Zuschauern, die hier total gehypt sind, während wir gerade übrigens Köln-Mülheim durchfahren, das möchte ich jetzt nochmal hier kurz an dieser Stelle anmerken. Ja, das ist der Bahnhof, auch glaube ich sehr gut wiederzuerkennen insgesamt, auch bestimmt schon sehr realistisch gebaut. Ja. Und bis hier fahren wir auch heute erstmal, weil das Restliche muss ich noch weiterbauen. Ja. Da in dieses extra Land, was es da gibt, hier, ja genau, das hatten wir ja vorher drüber gesprochen. Ja. Das ist entweder ein Bauhaus oder ein Kaufland oder was auch immer. Huch. Ups. Jetzt habe ich auf F1 gedrückt, jetzt ist mir der Fehler unterlaufen. So. Genau, wir haben da gerade eben drüber gequatscht. Fordy meint, es ist ein Bauhaus. Ich glaube, es ist eigentlich ein ganz großes Kaufland, aber vielleicht weiß es ja auch einer von euch, was steht dort an dieser Stelle. Es ist auf jeden Fall irgendein großes Industriegebäude. Würde mich mal sehr interessieren. Zu der Frage noch kurz zurückzukehren. Wenn jetzt hier irgendjemand von den Zuschauern und Zuschauern sieht, total begeistert davon ist und vielleicht auch irgendwie technisches Know-how hat, gibt es eine Möglichkeit, wie man dich vielleicht irgendwie unterstützen könnte in irgendeiner Art und Weise? Ich glaube erstmal nicht, ne. Okay. Ja. Ich meine, die Motivation, die ich von Leuten kriege, das ist schon sehr gute Unterstützung, muss ich sagen. Das freut mich immer wieder, wenn ich sehe, dass es Leute gefällt und dass sich Leute mein Work gut finden. Das macht mich immer glücklich und das ist schon die ganze Unterstützung, die ich ehrlich gesagt brauche. So. Ja, hervorragend. Das ist ja schon was. Ja. Und so. Ja, das ist ja alles fair natürlich, weil hier muss ich noch weiterbauen, aber... Genau, also hier ist halt so gut wie noch nichts passiert. Die Gleise... Oh. Ich wollte gerade sagen, die Gleise liegen vermutlich, aber das taten sie jetzt auch nicht mehr. Escape, dann kommst du aus dem Spiel raus. Escape, ne, immer? So, okay, das schließen wir jetzt wieder. Jetzt ist es ganz dunkel. Kriegen wir irgendwie die Map wieder hell? Können wir noch so ein bisschen auf der Map rumfliegen? Du kannst im Console-Command... Kannst du set local date and time? War das hier bei Output Log, ne? Ja, genau. Also lädt das schon wieder? Ach ja, der Editor braucht mal wieder ein bisschen Zeit. Oh, ich seh schon einen Absturz kommen. Weil gerade eben hat es, glaube ich, ist er doch auch abgestürzt, als wir da auf Output Log geklickt haben, oder nicht? Ich hoffe mal, es stürzt nicht ab. Ich hoffe auch nicht.
Na? Sonst können wir dann einfach rausexten und dann wieder rein, würde ich sagen. Nochmal? Sonst können wir einfach rausexten und wieder rein, würde ich sagen. Weißt du, ne? Okay, na? Okay, es wird gerade nichts. Ich pause mal ganz kurz die Aufnahme an dieser Stelle. Jetzt habe ich den vergessen mit. Also, da sind wir jetzt wieder. Ich habe einmal kurz den Editor neu starten müssen und jetzt sind wir hier ein bisschen auf der Map noch unterwegs gemeinsam. Wir stehen jetzt gerade wo? Jetzt gerade stehen wir an KDA, auch bekannt als Köln-Düsseldorf-Abstellgleise. Mhm. Hier werden die ganze schöne Desiros und die ganze schöne ICEs und Regionalzüge abgestellt. Und hier werden S-Bahnen eingestellt in dieses Ding, was noch adjusted werden muss. Hier. Ja, hier kommt S-Bahn rein. Das ist ein S-Bahn-Werk. Aha, ja krass. Ja. Und hier wird es hoffentlich auch Services geben, dann von hier aus nach Düsseldorf und von Düsseldorf bis hierhin. Mhm. Und ja, Oberleitung gibt es auch schon mal, aber die Dings, die Kabel, also die Leitung an sich, ja, noch, also die Masten gibt es schon mal. Wie viel Zeit nimmt sowas in Anspruch, hier so Oberleitungsmasten setzen und sowas? Kommt wirklich drauf an. Wenn es einfach zwei Parallelgleise sind, dann geht es richtig einfach, dann geht es sekundenmäßig. Aber wenn es so hier ein Streckenwave ist, wie ihr gerade seht, dann ist es schon ein bisschen schwerer. Dann würde es schon einen guten Tag oder zwei nehmen. Ich verstehe. Ja, und wie lange hat das gedauert, hier diese Gleise zu legen? Die hast du ja alle vermutlich irgendwie händisch gelegt. Oder gibt es da irgendwie so ein Tool, das das automatisch macht? Die habe ich alle bei Hand gelegt und hat mir 2 Tage gebaut, um es perfekt zu verlegen. Also ich hatte es am ersten Tag schon verlegt mit ein paar Fehler und dann habe ich am zweiten Tag diese ganzen Fehler rausgemacht. Und ja, also hier die Ein- und Ausfahrt, allein das hat jetzt 2 Tage Gleisbau gedauert. Was ist das hier noch gleich? Düsseldorf? Das ist Oberbilk. Oberbilk, genau. Ne, und dann können wir mal so ganz nebenbei noch mal so ein bisschen jetzt bei Tageslicht auch noch mal entlang der Strecke entlang flitzen, uns die Gebäude angucken. Was ist denn mit den Gebäuden? Wie viel davon, oder reden wir mal über das hier ganz explizit. Das ist halt eine Waschstraße, so. Das ist ein Carwash. Ja. Es hat mir ein guter Kollege geschrieben, der auf die Strecke fährt, der hätte die richtig gerne. Ja. Da dachte ich, ich modelliere die mal. Und die leuchtet in so richtig lustige Neonlichter abends, so regenbogenmäßig. Und das will ich auch noch rein implementieren. Okay, die Beleuchtung ist aber noch nicht drin. Nee, noch nicht. Die kommt aber noch. Ich glaube, in Realität fährt auf dieser Straße hier eine Straßenbahn, meine ich. Ja, hier fährt auch eine Straßenbahn, genau. Ja, hast du auch vor, noch sowas dann reinzubauen in irgendeiner Form? Zumindest so die Gleise irgendwie reinzulegen? Ja, das also ich werde es nicht reinlegen, jetzt wie ich hier Gleise reinlege. Also es gibt halt Static Meshes, einfach so, dass es ein Modell ist, sodass es so aussieht, als würde es Gleise gehen. Genau. Aber jo, das habe ich auch vor, das will ich einbauen. Diese Straße, auch was da gerade liegt, das wird gelöscht und wieder komplett neu gemacht, weil wie ihr seht, das ist Line Tool, was ein Problem hatte. Also ein bisschen Unreal-Problem, aber es passiert ab und zu, das kann man einfach fixen. Ach naja, die Straßen in NRW sehen teilweise wirklich so aus. Das muss man dazu vielleicht sagen, genau. Also so die 3D-Gebäude, also ein bisschen was hast du selbst gebaut, aber das meiste ist in irgendeiner Form wiederverwertet, oder? Das meiste ist dann einfach von anderen DTG-Strecken, hauptsächlich von Köln-Aachen und Bremen-Oldenburg. Okay, also es ist nicht so, als würde man dann, sollte es das Ganze nicht offiziell geben, sondern... Aber auf Save lädt es weiter. Nochmal? Einfach auf Save drücken, dann lädt es weiter, weil die Strecke hier, ja. Auf was drücken? Ich habe es nicht verstanden. Save All drücken, neben Add und Import. Save All. Genau. Ja, und dann savest du das alles. Ja, und dann lädt es jetzt einfach weiter. Okay. Das braucht einfach Details zu unloaden. Also die Details, die weit weg von dir sind, unloadet der und die dran sind, loaded der so jetzt. Ah, okay, ich verstehe. Ja. Genau, also die meisten dieser Gebäude sind in irgendeiner Form wiederverwendet von benannten DTG-Strecken. Das heißt also, sollte es das Ganze irgendwie nicht offiziell geben, sondern doch nur am Ende irgendwie über deine Website oder so, dann wirst du ja... Nochmal? Dann werden Strecken dafür benötigt. Genau, ne? Also dann muss man halt diese Strecken vorher besitzen. Das steht dann auch sicherlich irgendwo aufgeführt, welche Strecken man dafür haben muss. Das ist halt wie im Train Simulator eigentlich dann. Und sollte es die Strecke aber offiziell geben, dann muss man selbstverständlich nichts anderes vorher besitzen.
Genau. Aber dieses OOSF-Gebäude da, das ist tatsächlich ein Gebäude, was ich modelliert habe. Das ist der ikonische BASF-Gebäude, was es in Reisholz gibt. Ja, ne, also das ist selbst gebaut. Wirkt jetzt auf mich auch nicht so wie ein extremst schwer zu modellierendes Gebäude. Also es ist eigentlich nur ein Klotz. Ja, ist es auch. Da hast du recht. War an Ja. sich sehr einfach zu machen. Ja, ich hab mich gefragt, ob vielleicht Leute, die so Skills haben, was so 3D-Modellieren angeht, ob die nicht vielleicht, also vielleicht nicht die jetzt irgendwie explizit, aber ob die vielleicht nicht im DTG-Forum vielleicht anderen Leuten ihre Hilfe auch anbieten könnten. Ich glaube, sowas ist dann immer eine willkommene Unterstützung, oder? Wenn man dann Leute hat, die vielleicht noch bestimmte Gebäude bauen können. Wenn es Leute gibt, die Gebäude bauen wollen für die Strecken, können sie mich sehr gerne kontaktieren über Discord, über den DocTail-Forum, meine Website, wo immer, über meinen YouTube-Kanal und ja, ist sehr willkommen natürlich. Ja, ne, dann wisst ihr Bescheid. Also falls einer von euch irgendwie mit Blender oder sowas gut umgehen kann, dann könnt ihr ihn gerne Amazing. auch anschreiben. Ja. So, ja, also auf jeden Fall wirklich sehr schön, wenn man hier auch mal so ein bisschen hier so nach rechts und links guckt. Also wie schön das hier nochmal aussieht, so mit diesem Wasser und dem Park und den Bäumen und dem Gras und so und diesen ganzen Texturen. Und das ist schon, also es hat so ein bisschen so. Ich finde schon so teilweise diese Transport-Fever-Qualitäten von so den Leuten, die so Schönbau machen. Ich erwähne da immer, sowas dann immer wieder ganz gerne. So, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, so mit Hans Dampf oder so. Die machen wirklich unfassbar tolle und schöne Streckenkarten. Und das erinnert mich so ein bisschen auch daran, so für die Qualität der Details, die dann da so eingebaut sind. Schon, ja. Das hat so Sachen wie Vegetation, Foliage, das ganze Gras, das alles. Ich habe richtig viel Mühe gegeben, so dass es so realistisch aussieht wie möglich. Also ich will eine Hauptstrecke machen, was LZB und alles hat, aber auf die Qualität von Niddertalbahn, wenn das welche von euch kennen, so. Das Ja. war hauptsächlich der Plan. Ja, verstehe ich. Und dann finde ich, vielleicht könnte man noch mal einen Ausblick so in Richtung Zukunft geben, jetzt wo wir eigentlich größtenteils mit dem Video oder mit dieser Vorstellung durch sind, außer du willst gleich noch irgendwas Bestimmtes noch zeigen. Aber so mal ganz kurz auf die Zukunft noch mal geguckt. Wenn diese Strecke irgendwann fertig ist, hast du schon irgendwelche Pläne für weitere Strecken oder irgendwas anderes? Über die Fahrzeuge haben wir gerade eben geredet, dass die dann vielleicht danach kommen, ne? Aber so streckentechnisch, gibt es da schon irgendwie irgendwas an Plänen, die du hast, die du vielleicht auch schon verraten möchtest, oder bleibt das noch ein Geheimnis? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Ich bin mir nicht so sehr sicher, aber was ich vielleicht sagen kann, ist, dass nach dieser Strecke will ich mich mit einer Schnellfahrtstrecke aussetzen. Also mit einer Höchstgeschwindigkeitsstrecke. Welche genau das ist, das steht noch in Frage. Aber das Land, würdest du das verraten? Deutschland. Okay. Definitiv Deutschland. Und ist. Ja, ich sag erstmal, ja, okay, Deutschland. Ich sag erstmal nichts mehr. Sagen wir erstmal Deutschland und den Rest kann man sich ja dazu denken, welche Schnellfahrstrecken wir schon haben und welche nicht, noch nicht im Spiel da Genau. sind. Dann kann man da vielleicht schon selbst irgendwelche Ideen haben, welches sein könnte, aber. Theoretisch würde ich sagen, ist schon den Streckenabschnitt, der nach Opladen geht. Das würde ich so schon als eine zweite Strecke nennen. Es connecten nur aneinander, aber. Da müsste ich dann theoretisch genauso viel bauen, so wie mit Düsseldorf-Köln. Und wenn nicht, dann noch ein bisschen mehr, weil Wuppertal einfach ein bisschen mehr ausstreckt. Ja. 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 Aber ja. Ja, So. sehr, also super interessant, das Gespräch, die ganze Vorstellung hier im Editor auch sich mal das Ganze mal anzugucken. Gibt es noch irgendwas, worüber du sprechen möchtest, irgendwas, was du noch sagen möchtest, irgendwie, in den du würdigen möchtest oder sonst was? So sprechen Sie jetzt. An sich gibt es nichts, was ich noch drauf adden will. Natürlich, wenn es Feedback gibt oder so, bin ich sehr offen, es zu hören. Wenn es auch irgendwelche Fragen gibt, dann könnt ihr gerne mich fragen. Oder auch wenn ich es nicht sehe, könnt ihr natürlich den Trains and Play fragen und der leitet es bestimmt weiter. Ja. Und ja. Ja. Sonst, ja, hoffe ich, dass es euch gefällt, weil ich, wie gesagt, ich packe da richtig viel Mühe rein. Ich hoffe, dass es auch die Expectations von euch auslebt, so.
da bin ich mir absolut sicher. Ich denke mal, also ich bin total geflasht und es würde mit dem Teufel zugehen, wenn die anderen Leute, die hier zugucken, nicht genauso geflasht sind von dieser schönen Strecke. Ich meine, wenn man sich hier so an den Streckenrand nochmal reinsetzt und sich hier mal irgendwie, ne? Also ein bisschen schwierig mit der Kamera, die ist ein bisschen sehr schnell jetzt gerade. Aber wenn man sich hier so Ja, hinsetzt, hier so in diesem hohen Gras und dabei zuguckt, wie die Züge hier dann irgendwann mal langfahren, ICEs, Intercities, Regionalexpresszüge, S-Bahnen, Güterzüge und was es nicht sonst so alles gibt, das ist genau, schon, alles klar. ja, ne? Ja, das Eine finde ich herrliche auch, Sache. also ich kann das sind auch so feiern, weil es so viel Verkehr gibt, so interessant und Köln-Mülheim ist so ein schönes, es ist so ein schönes Infrastruktur da, es wird wunderschön. Das glaube ich auch. Ja, dann bleibt mir zum Schluss nichts anderes übrig, als dir weiterhin viel Erfolg zu wünschen für dein Projekt. Mich zu bedanken, dass du hier warst, mit mir und den Leuten, die hier zugucken, gesprochen hast. Und ja, genau, bedanke mich ganz, ganz herzlich auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke. Super. Dann ja, auch nochmal der Dank für alle, die hier zugeschaut haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, vermutlich dann wieder mit einem ganz normalen Let's Play. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.